der Eulen, die haben halt so einen Muskelmagen, der funktioniert ein bisschen anders als bei den normalen Mägen. Und zwar kacken die halt nicht, die stoßen halt solche Gewölle aus. Das macht halt ihr Magen. So, und diese Magen sind halt deren größtes Körperinstrument, sag ich jetzt einfach mal dazu. Und diese Tupfen zerstören halt irgendwie das Gefühl der Mägen. Und damit ist man halt unsicher, verwirrt. Und man verliert die Orientierung halt als Eule, sag ich jetzt einfach mal. Freiwillig werden sie uns nicht hinführen. Aber wenn wir ihren Rastplatz zerstören. Ja, Rastplatz zerstören. Schwing dein Ding mit dem Schokoring, du bist der Schoko, Dog. Vor allem ist das der beste Flugsimulator, den ich je gesehen habe, meiner Meinung nach. Also ich will nicht im Anflug! Also Fledermäuse sind extrem schwach, die halten halt nur zwei Schüsse aus. Was heißt zwei Schüsse? Zwei Schläge aus. Ich freue mich schon. Aua! Ich freue mich schon auf ein bestimmtes Ziel. Sag mir ein Ziel, auf eine bestimmte Attacke. So, lassen wir das mal die machen. Ich kenne noch einen Rastplatz. Ja, aber man merkt, dann kriegt man halt dafür keine Flunker, ne? Funkler. Oder sonst was, keine Ahnung. Ah, super gemacht. Also ich finde jetzt von Gegengrafik her finde ich recht schön. So ist es nicht. So, das sind die Luftströme. Die muss man eigentlich meistens nutzen. Das hilft auch ein bisschen an. Ah, voll Idiot. Das hat eigentlich nie genug sein. Gut, zwei Stück habe ich. So ein Schmonk. Jo, und ja. Sie wussten wohl, dass wir kommen. Ja, kein Problem. Zwingen Sie aus Ihrem Versteck. Greift uns an! Ich mach das. Das ist zu leicht. Man kann auch mit einem Kollegen zusammen einen angreifen. Ich muss halt noch mal ein bisschen brachial dazu. Okay. Wow. Hier ist nichts. Versuchen wir es woanders. Deswegen werde ich meiste Zeit diese nicht einsetzen. Um halt, um halt die ganzen Funkler halt zu kriegen. Sonst macht das für mich kaum Sinn. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen Gas hier. Wuhu! Scheiße, kein einziger bekommen. Schon sind wir wieder ein bisschen aufgefüllt. So, ich bin voll. Okay, cool. Hätten wir jetzt den Fleckenkauz genommen, ey, dann wäre es aber übelst abgegangen. Fleckenkauz im Übrigen ist sowas wie Otulissa. Die ist zwar im Film wieder komplett was anderes wie im also im Film ist sie, ich glaube eine, Sie wollen uns offenbar nicht helfen. Greif sie mit heißen Kohlen aus dem Versteck. Kurzohreule, Kurzohrsumpfeule, glaube ich, hieß die. Aber im Film ist er halt eine, ja, Fleckenkäuzin. Weiß niemand, warum die überhaupt das gemacht haben, jetzt unbedingt da. Gut. Soll mir egal sein.
ist das aber. So, die heiße Kohle schnappen hier. Man greift uns an! Wo ist euer Versteck? Zack. Und Nummer 3. Und 4. Ich hab's vergessen, dann krieg ich keine Kohle. Und? Ich warte, Shard. 6. Das heißt, sie kümmern sich aber auch nicht um irgendwas anderes selber. 8. Sondern warten echt ab, bis du sagst. Und da haben wir die Flammenklaue. Sie warum haben wir sie attackiert, wenn sie es doch gesagt hat? Du bist ein Arschloch! Okay, let's go! Hey, wo willst du denn hin? Na, vielen Thanks und schönen Day noch. Lappen. Wow! Oh, Felsen! Stein! Wand! Okay. Geschwindigkeit hier. Boah, Alter, was geht ab? So. Das haben wir auch geholt. Kein Problem für uns. Zu lahmarschig. Oh, wir sind schon da. Oh. Haltet sie auf. Haltet sie auf. Wir attackieren natürlich gleich hier die Bosse aller Bosse. Und da ist ein Reiner. Den holen wir zum. Hab ich gerade gemacht? Das Problem ist, wenn ihr halt zu hoch fliegt, kommt ihr, sind sie alle weiter unter euch. Dann kriegt ihr sie halt nicht mehr so schnell. Deswegen werft immer mal wieder jemanden runter. Damit ihr halt immer wieder hinkommt. Und dann ist es einfacher, halt auch diese Combo-Attacken auszuführen. Ich sehe, wie das geht hier, gar kein Problem für mich hier. So, das wäre jetzt ein Erfolg. Rückwärtssalto freigeschaltet. Bewege RS nach unten, um einen Rückwärtssalto auszuführen. Stoßangriff wird nach dem Besiegen von 10 weiteren Gegnern freigeschaltet. Hab ich doch gerade. Das Schöne ist, die verlieren halt noch extrem viel Leben, wenn du halt nur. Ja, die triffst halt, ne? Also wenn du mit einer Flugangriff oder Feuerklaue triffst. Reinen und die Fledermäuse arbeiten enger zusammen, als ich dachte. Sicher halten sie im Fledermausversteck Gefangene. Du hast das Kampfset schneller Stahl freigeschaltet. Kaufe es und rüste dich damit aus. Gut. 17. 0. 106. Nein. 287. Und Silber. Kampf. Hast du alle Manöver freigeschaltet? Probier dann Kettenangriff B, Y und Y aus. Ich weiß nicht, ob ich Y schon freigeschaltet habe. Geh in die Galerie, um die von dir gefundenen Schriftrollen anzuzeigen. Wir kennen nun zwar ihr Versteck, aber der Jungeulenschmuggel geht weiter. Du musst sie unbedingt retten. Ich sehe einen Dieb mit einer Jungeule in der Schlucht.
Da sind noch welche, die sich mit Jungeulen aus dem Staub machen. So, meine Damen und Herren, wir beenden jetzt an dieser Stelle einfach mal, weil ich habe jetzt meinen Mund dumm und fusselig wieder geredet. Mit knapp 40 Minuten erstmal das und jetzt 15 Minuten hiermit. Ich habe ja noch nicht so, wie gesagt, ich habe ja lange nicht mehr so viel geredet und gemacht und getan. Daher, bin ich aus der Übung gekommen und wollte deswegen erstmal ein bisschen langsamer anfangen. Jetzt habe ich wenigstens das zweite Let's Play angefangen, was ich mal anfangen wollte und jetzt werden die auch hochgeladen. Sprich, morgen spätestens sollten sie beide zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich tierisch, dass ihr so lange gewartet habt und dass ihr euch diese Videos angeguckt habt. Ich wünsche noch einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns mal online. Tschüss!